Hallo liebe Volleyball-Freaks da draußen, mein Name ist Steffen und du hast eingeschaltet hier auf dem YouTube-Channel für Volleyball und Beachvolleyball. Und ich habe dir mal wieder eine Spielszene mitgebracht, wo wir mal darauf schauen, wie man richtig die Regeln anwendet. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück und wir starten auch schon direkt mit der Spielszene. Hier ist sie. Und weißt du, worum es in der Spielszene geht? Wenn nicht, einmal kurz zurückspulen, schau die Spielszene nochmal an, vielleicht noch das Regelheft dazu nehmen, wenn du dir unsicher bist. Ansonsten gibt es hier die Auflösung. Das ist nämlich eine klassische Szene für die Sanktionen in der Kategorie Zeitverzögerung. Und zwar, was ist passiert? Nach der Genehmigung des Aufschlags durch dieses Handzeichen und den Pfiff dazu, kam die Spielerin in die Wechselzone. Fälschlicherweise hat dann, nachdem eben schon der Aufschlag genehmigt worden ist, die zweite Schiedsrichterin gepfiffen, um den Wechsel genehmigen zu wollen, was natürlich nicht ging. Der Pfiff unterbricht natürlich das Spiel, weswegen die Aufschlagspielerin erstmal natürlich irritierterweise den Ball gefangen hat. Und was danach eben, was ihr nicht mehr gesehen habt, nicht richtig gehandhabt worden ist, erstmal gibt es Nullball. Ja. Der Wechsel wird erstmal abgewiesen, weil eben der Spielzug schon genehmigt worden ist. Und dann kommt es eben darauf an, wurde die Mannschaft, die diesen Wechsel fälschlicherweise verursacht hat, schon mal verwarnt im Laufe des Spiels, ja, mit einer gelben Karte oder nicht. Wenn sie noch nicht war, bekommt sie spätestens jetzt die Karte am Handgelenk, ja, immer da, je nachdem, auf welcher Seite der Fehler passiert ist, und ist dann für den Rest des Spiels wegen Zeitverzögerung verwarnt. Hat sie aber schon eine solche gelbe Karte gesehen, zeigt ihr die rote Karte am Handgelenk. Und das hat die Folge, dass die gegnerische Mannschaft dann einen Punkt bekommt und sofern noch nicht der Aufschlag bei der gegnerischen Mannschaft, natürlich auch das Aufschlagsrecht dahin wechselt. Und das geht dann das ganze Spiel so weiter, immer wieder, wenn Zeitverzögerungen auftreten sollten. Genau wie das alles Zeitverzögerungen, Sanktionen und so weiter im Volleyball funktioniert, habe ich schon mal ein separates, ausführliches Video gemacht. Hier würde ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wie ihr genau solche Situationen wie in dieser Spielszene gezeigt verhindern könnt. Und zwar, als erstes Schiedsrichter guckt ihr natürlich immer erst, ist die aufschlagende Mannschaft im Ballbesitz und fertig. Dann guckt ihr, ist die annehmende Mannschaft bereit. Ja? Und dann einmal den Blick vorne zu eurem zweiten Schiedsrichter, Schiedsrichterin. Ist die fertig, ist die nicht vielleicht gerade umgedreht und guckt irgendwas auf dem Anschreibebogen nach? Und erst wenn ihr Blickkontakt habt, sie quasi auch ihr bereit signalisiert, meistens durch einen Schritt nach vorne. Und dann wissen eigentlich auch Trainer und Spieler, jetzt werden keine Auszeiten und keine Wechsel mehr angenommen. Ja? Und wenn dieser Schritt nach vorne passiert, könnt ihr den Arm rausnehmen und dann ganz normal den Spielzug genehmigen. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vor allen Dingen geholfen, wieder ein Ticken regelsicherer zu werden. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da, subscribe den Channel, damit du keine Regelvideos mehr verpasst in Zukunft. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich in einer meiner nächsten Videos wieder begrüßen kann. Dein Volleyball-Freak Steffen. Tschüss mit Ö!